Moin, meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Heute wird es um meinen Fettarsch gehen. Ich habe megamäßig Muskelkater. Bin der Nose, weil es gibt halt Sachen, die ich gemacht habe, zusammen mit René, die halt unter der Gürtellinie sind. Und es war hammermäßig. Erst hat sich's halt voll komisch angefühlt. Also René hat einen Elefantenkonto. So ein Ding ist das. Natürlich muss ich das jetzt vom Ding her sagen, aber nein, es ist wirklich so. Mir ist aber dann auch klar geworden, es hat sich nur für mich komisch angefühlt, weil ich ein Mini-Po-Loch habe. Das war zum Teil sehr schwierig für mich, aber ich habe mich dann dazu einfach entschlossen. Klar kann man Tränchen, Digga, keine Frage. Aber ich habe nicht geweint. Und wie ist das vonstatten gegangen, fragt sich jetzt schon der ein oder andere. Wir haben uns chillig auf meine Couch gesetzt und ich habe einfach ein Striptease gemacht und habe jetzt nicht vorher irgendwie mir noch 2, 3 Bücher reingezogen, um dann irgendwie zu wissen, wie ich es zu machen habe. Ich habe mich einfach frei Schnauze hingesetzt und habe drauf losgeblasen, was auch sehr, 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 sehr gut angekommen ist. René ist in vielen Sessions gekommen, ein ganz aktiver Spritzer. Dann hat er, nachdem wir fertig waren, mich anal gefistet, so wie ich es haben wollte. Es war einfach ein gutes Gefühl. Klar gab es auch ein paar Situationen, die nicht so cool waren. Ich habe mir den Eichelkäse vom Günther reingezogen. Und definitiv sind viele Sachen bei mir hochgekommen. Ja, so viel zu dem Thema. Bähä. Ich werde jetzt ein paar Fragen beantworten von euch. Die erste Frage, die ich hier sehe, kommt von Kieskauer. Der fragt, kannst du anale Sex auch Leuten empfehlen, die dich als Person null kennen, zum Beispiel meiner Mutter? Ja, auf jeden Fall, na klar. So, der Orange Morange, der alte Pflaumenpflücker, fragt, eine sehr interessante Frage, wie ich finde. Hab aber keinen Bock, so viel zu lesen. Bruder, muss los. Und das soll es gewesen sein mit diesem Video. Kuss geht raus. So aus. Die Amina sagt, Montana Black, ich habe keinen Bock mehr auf dich.